Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam morgen Humankind zu spielen, beziehungsweise weiter zu spielen. Also morgen Donnerstag beim Donnerstream ab 20.30 Uhr auf Twitch. Warum weiterspielen? Weil ich den Spielstand, den ich auf YouTube in dem Angespielt begonnen habe, gerne fortsetzen möchte. Es ist absehbar, das Spiel ist so umfangreich mit den 150 Runden, dass ich das niemals irgendwie auf YouTube beenden kann. Und da passt es mir wunderbar, sehr gut, dass wir morgen einen freien Streamtermin haben und das dafür sehr schön nutzen können. Das heißt, wir haben nochmal 3 Stunden Zeit, tiefer in das Spiel einzutauchen und es abzuklopfen und gemeinsam auch ins Gespräch zu kommen darüber, was gut an Humankind derzeit ist und was noch nicht so gut ist und ja, welche Hoffnungen wir vielleicht damit verbinden. Ich werde übrigens, weil ich das Ganze auch auf YouTube angefangen habe, diesen Stream ausnahmsweise auch dann auf YouTube zur Verfügung stellen, sodass die Zuschauer, die keine Streams schauen, wenn sie wollen, das Ganze auch noch mitgucken können, um auch den Eindruck, den sie bei YouTube angefangen haben zu bekommen, den auch noch abrunden können. Dann gibt es noch eine nette Nebensache, denn ich bin jetzt offiziell angemeldet bei Amplitude, dass es auch bei mir diesen Twitch-Drop gibt, dass ihr selbst diese Victor Open Dev noch spielen könnt. Das heißt, wenn ihr das bisher noch nicht irgendwie genutzt habt, kommt einfach zu Twitch. Ihr müsst natürlich einen Account dort haben. Schaut 3 Stunden zu bei diesem Stream und dann könnt ihr dort diesen Twitch-Drop in Anspruch nehmen. Dann geht ihr zu Games Together bei Amplitude und könnt euch dort eine Belohnung abholen, nämlich den Zugang zu dieser Open Dev und habt dann immerhin noch das Wochenende 4 schöne Tage Zeit bis zum 3. Mai, um das Ganze selbst auszuprobieren können. Also das ist noch eine kleine, ja, so ein kleines Nebending, was man mal so mitnehmen kann, wenn ihr eh dabei seid. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mal schauen, was wir noch erleben werden mit unseren Phöniziern. Morgen kommt auf jeden Fall noch eine letzte Folge auf YouTube und dann abends geht's weiter mit dem Spielstand auf Twitch. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.